wichtig ist, dass du deinen Sitz und Schwerpunkt exakt einsetzt. Und dass dein Sitz als Haupthilfe dient, nicht übertreiben und gerade eben. Und alle anderen Hilfen unterstützen das, was der Sitz vermittelt. Etwas aufnehmen. Ja, gut. Und Schultern herein. Während dem Schultern herein noch mehr versammeln. Ganz entspannt im Sitz. Ganz ruhig werden von der Wand weg. Wieder etwas stehen lassen, wieder Hand wechseln und die Fäuste noch strecken lassen oder dazu auffordern, dass er sich streckt, mehr an Strecken denken als an Vorwärts. Genau, wenn er dann streckt, ist der Kämpfung ein bisschen noch vorwärts. Vorsichtig aufnehmen und Gruppe rein. Sehr schön. Ein bisschen noch in der innere Garage lösen. Und denke an das Biegen um deinen inneren Sitz und Schwerpunkt im Bauch. Dass beide Hinterfüße regelmäßig in der Richtung treten. Wieder ein klein wenig strecken lassen, nicht viel, nur ein bisschen. Gut.